Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr seht, zwei Produkte von Extreme Raid. Wir wollen unsere PlayStation 5 ein bisschen schicker machen. Das ist einmal eine große LED für oben den Lüfter, also nicht um den Lüfter, für oben um die Kurve rum, für die erste Version der PlayStation 5. Ich weiß nicht, ob es bei der zweiten auch geht, müssen wir gucken. Und da ist ein beleuchtetes PlayStation-Zeichen dran. Und wir bauen, was bauen wir zuerst an? Muss mal kurz hier gucken. Hier ist so ein USB-Adapter mit bei. Und hier ist so ein breiter USB, wo USB vorhanden ist mit bei. Ich weiß das jetzt aus dem Kopf nicht. Und bei dem hier, nee, da ist nur das. Ja, dann werden wir das andere zuerst verbauen. Dann werden wir das zuerst verbauen. So. Wir haben hier so eine Klebenippel. Also so kleine Schlaufendinger oder was das sein sollen, haben wir hier. Dann haben wir einmal so ein kleines Hebelchen. Dann hier, wo wir die Anleitung finden werden. Extreme Raid, hier ist das Heft dazu. So, das werde ich mir gleich mal dann scannen, hier den Code. Muss auch vorhin auf Klo. Dann haben wir hier zum Saubermachen die Fernbedienung, noch mal ein Tuch zum Saubermachen und die LED-Stripes mit dem breiteren USB, weil auf der Seite haben wir dann noch einen normalen USB wieder zur Verfügung. Das heißt, wir machen den so rein und haben da immer noch einen USB, den wir benutzen können. Es scheint auch USB 3.0 zu sein, sollte auch für Festplatte funktionieren oder Kamera, weil es ja nur durchgeschleift wird, denke ich, hoffe ich. Also durchgeschleift und praktisch nur halt die Energie abgegriffen wird. Aber ich glaube, so rum kommt das. Mit dem Logo nach oben. Ich gucke mal nach. Ja. Es muss auch definitiv in den oberen Bereich, also in den letzten USB, um euch das mal zu zeigen, so, es muss definitiv in den ersten USB, ja, damit wir hier den USB noch nutzen können, weil wenn wir den hier reinmachen in den zweiten, da ist der USB komplett dicht, wie ihr seht. Ja. Also hier muss es rein. Und dann können wir hier, anstatt die Kamera dann, machen wir das Licht von für das PlayStation-Logo dann ran. Das machen wir danach denn. Aber erstmal muss ich noch schnell auf Klo. Und dann bauen wir das gleich alles an. Wir werden das mal gleich vorbereiten und dann mal gucken, wie das alles klappt. Ich hoffe, das PlayStation-Logo sieht geil aus, weil ich habe ja Retro-Look. Ich habe ja hier so die alten Farben. Ich hoffe, das macht das nicht ganz unbrauchbar und sieht trotzdem noch geil aus, wenn wir uns gleich angucken. Ich mache mal kurz einen Cut. So, ich habe jetzt mal den Code hier gescannt und da sind wir dann auf der Seite. Extreme Raid PS5 Konsole RGB LED Strips Digital and Disc Edition. Und dann können wir halt Feedback geben und uns hier das Video angucken. So. Lass das jetzt mal so kurz laufen. Ich mach mal leiser hier. Nicht, dass es da irgendwie Content noch gibt. So. So, da sind die Strips. Hier haben wir aber ein breiten dran, im Video ist ein kleiner dran.
Lift up, also nach oben und dann, und dann werden die da so reingeklebt. So. Logischerweise sauber machen. Einmal oben lang wischen. Und dann trocken. Ja, Digga. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Spule ich mal ein Stück. So, links und rechts. So. Ja, Digga, ich sehe dich doch. So. Wir sollen das dann praktisch da unten durchschieben. Okay. Also praktisch durch die Lüftungsschlitze, durch den oberen. Ach so, das klebt gar nicht. Wir sollen die Dinger ranmachen, dass sie kleben. Aha. Gut. Aber bei mir ist auch im Dreiklebeband dran. Ne? Okay. Dann da reinkleben. So, kein Hexenwerk, würde ich sagen. So. Ach, dafür ist das denn da, dass man die beim Klebefläche dann halt draufdrücken kann, dass es dann halt überall dahin geht. Und fest ist. Okay. Dann auf der anderen Seite genau das gleiche. Nee, da haben wir ein großes Klebeband, also da wo das Laufwerk ist. Aber ich habe bei beiden ein Klebeband. Ach nee, der macht das Klebeband erst ab und dann klebt er diese Nippel darauf. Aber warum? Das sollte da sonst auch kleben. Aber okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Okay. Oh. Dann komme ich ja gar nicht mehr an den SD-Speicher ran. Okay. Das halte ich für ein bisschen problematisch, wenn man den SD-Speicher dann mal erweitern will, falls man es noch nicht gemacht hat oder halt ein Gigabyte, ein Terabyte drin hat und dann vielleicht mal 2 Terabyte machen will oder von 2 auf 4. Und dann ein Case einfach drauf.
Nach oben, okay. Ach so, bei der Rille da, okay. Ja, das werde ich das, mit der Seite werde ich es noch nicht machen, zumachen, weil dann muss ja noch das PlayStation-Logo dann später ran. Dann einfach einen von beiden USB nehmen und ran. Und dann leuchtet's. Und da haben wir die Effekte on, off, Autoplay, na, das kennen wir ja. Ich werde Rainbow wahrscheinlich nehmen oder der Türkise, was dann halt nach und nach voll wird. Okay. Also im Prinzip ganz einfach. Werden wir mal testen. So, wir brauchen jetzt zum Sauber machen. Die Anleitung brauchen wir jetzt nicht, das brauchen wir. Die Dinger brauchen wir. Ja. Das brauchen wir. Das brauchen wir jetzt nicht. Und die Fernbedienung brauchen wir jetzt auch nicht. Okay, dann werden wir mal gucken. So, anheben. So, nach vorne schieben. Eine Plate. Muss ich erstmal meine Standfüße abmachen. Anheben und nach unten. So. Ihr seht schon, dass meine jetzt ein bisschen anders aussieht. Ich habe hier schon so ein, ja, so ein Farbband drauf. Das wird halt praktisch hier raufgeklebt. Das habe ich mir damals gleich, wo die PS5 frisch auf dem Markt war, kurz danach kam das raus, habe ich das hier gekauft und hier raufgeklebt, dass das türkis leuchtet. Das heißt, wenn sie an ist, leuchtet meine nicht weiß, sondern leuchtet hier türkis. Ja. So. Mir ist hier oben schon was weggebrochen, das eine Mal. Hier so ein Stück ist mir weggebrochen. Dann fangen wir mal an. So, wir fangen auf der Seite an. Ich mache das mal hier oben rein, da wo es dann rein soll. So, ich finde es aber auch ein bisschen komisch, dass die Stripes halt genau an der Unterseite und nicht hier oben rauskommen und dass man den USB nicht einfach hier auf die Rückseite gemacht hat. So. So. Das ist für die andere Seite und der ist jetzt für hier. Seht ihr das? Hier soll der dann reingeklebt werden. Wir müssen mal gucken, ab wo der dann anfängt. Ich denke mal ab hier und dann geht der hier so lang. Und wir müssen das nämlich hier außen rum machen, weil hier sind die Löcher, wo dann hier oben denn durch, ja. Hier sind die. Wartet, so. Müsst ihr euch das vorstellen. So, und dann halt hier oben das Loch hier hinten rum. So, wieso ist besser? So, oder? Wieso passt das besser? Also wenn wir die jetzt hier zu weit rum machen, seht ihr halt, dann hat es hier die Biegung. So, so ist es richtig. Aber dann ist echt wenig Platz. Also das hätte vielleicht mal eine LED weniger verkraftet oben. Weil verdammt wenig Platz.
So. Wenn es von der Seite klebt, ich will mal kurz gucken, nur gucken. Also von der Seite wäre es sogar ein Stück besser. Ah, dann kommt das vorne raus. Das ist ja auch nervig. Das soll ja hier oben rausgehen. Und dann hätte hier hinten lang. Na, komm doch hier. So. Aber da passt das ja so. Nur so und nicht so. Ja? Also ist es das. Das empfinde ich aber wirklich als hier oben ein bisschen lang. Ich zeige euch das mal. So. Das empfinde ich hier ein bisschen lang. Ja. Wir werden es testen. Einfach durchschieben. Ja. Durchschieben geht alles ganz easy. Die Rillen sind groß genug. So. Hier, das geht dann nicht zu. Also es muss definitiv so sein. So. Also rein theoretisch müsste ich es so machen. Aber dann ist das hier oben drauf. Ja, dann geht das da nicht zu. Das muss schon hierher. So. Weil sonst geht es ja nicht zu. Guck mir das noch mal an. Hat er doch, da war doch Klebeband dran. Doch, das macht er ab. Und dann macht er die noch ran. Zusätzlich. So, und dann. Ich kann hier nicht ranzoomen. Warum kann ich hier nicht ranzoomen? Das ist die Seite, genau. Dann machen wir die Finger weg da, dass ich sehe, wo das Ding da ist. Ist oben beim letzten Loch. Okay. Also oben beim letzten Loch ist das, also praktisch so. So ist das dran. Wir haben auch hier auf dem Band steht hier links. Ja. Also so ist es dran. Aber wir kommen dann halt hier oben ein bisschen durch ein bisschen schräg. Naja, wir werden das uns mal angucken. Ich mache das einfach so, wie es da drauf ist. Ja. Ich mache das ab. Okay. Das ist jetzt das nächste Problem. Also seitlich ziehen. Es klebt. Oh, jetzt habe ich das obere gleich abgemacht. Das sind kleine. Jetzt habe ich schon zerstört. Das sind wirklich ganz kleine Aufkleber. Durchsichtig. Die muss man halt vernünftig lösen. Jetzt habe ich es geschafft. So.
Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Also vom Aufbau bin ich jetzt noch nicht so begeistert. Hoppala. Da gibt es ja auch welche, die da einfach über den Lüfter rüber machst, rund. Die sind dann wahrscheinlich ein bisschen besser. So, und jetzt haben wir die jetzt hier dran. Und jetzt ziehe ich. Ich habe hier auch wieder was dran. Wo kommt denn der her? So. Und jetzt ziehe ich das einfach hier ab. In der Hoffnung. Ja, klebt dran. Klebt auch dran. Klebt auch dran. Ja, klebt dran. Klebt dran, ein bisschen sieht man es vielleicht. Der letzte will nicht so wirklich. Aber der ist ab. So. Und jetzt müssen wir das praktisch erstmal hier oben so machen, damit das halt vernünftig ist. Was ich auch für einen Nachteil finde, ist, dass man dann nicht mehr an die Schrauben für den Lüfter rankommt, wenn man hier irgendwas am Lüfter machen will, den man ausbauen will oder so. Das halte ich auch für sehr problematisch. So, und dann können wir das nämlich hier so. Also Konzept geht mir vollkommen auf, aber ich hätte dann eher mit mehreren kleinen Unabhängigen gearbeitet, dass man das ja nicht als kompletten Streifen macht. Na ja, mal gucken, ob das dann überhaupt noch zugeht. So. Also das halte ich für problematisch, hier, also das hier oben. Ich werde beim anderen, werde ich auch einfach mal ohne diese Klebenippel, die mit bei sind, rankleben. Ich habe sie ja immer noch, falls es locker sein sollte, kann man sie immer noch zusätzlich rankleben. Aber ich werde es auf der anderen Seite auf jeden Fall ohne versuchen. So. Da müssen wir dann auch wieder hier oben durch.
So. Na, komm. Und gucken, dass es passt. So. Ja, finde ich auch wieder hier problematisch. Hier ist es wirklich sehr eng. Also ich glaube nicht, dass es dann richtig vernünftig zugeht, wenn man das bis oben hin macht. Da hätte man vielleicht so einen Knick machen sollen. Ja, dass man hier sowas aufklebt. Ja, praktisch, dass es dann bis hier hinten schon geklebt wird und dann halt hier ein Stück geht, wo denn hier das Verbindungsstück ist und dass man das dann halt hier durchleitet oder so. Also ein Stück Kabel mit ein bisschen Tape festgemacht, damit das hier nicht irgendwo rinrutscht oder so. Weil ich halte es wirklich problematisch, dass es hier direkt hier oben dran ist. Ja, also das finde ich jetzt nicht so pralle, muss ich ehrlich sagen. So, passt alles soweit. Ich weiß nur nicht, wie ich das hier oben finden soll. So, also. Ich glaube, ich mache das ein Stück weiter runter. So. So mache ich das. Dass ich das halt hier noch vernünftig zukriege und aufkriege. Na, du willst nicht. Das will nicht. Jetzt will's. Und hier unten am besten nicht abreißen, sondern einfach von links nach rechts machen. Nicht, dass ihr die Gummischicht hier einreißt. So. Und dann machen wir, ich fange jetzt hier oben einfach an zu kleben. Ja, das ist mir so. So, ich mache das jetzt hier so rein. Nimm mir auch hier dieses Nippelteil hier, so. Dass das hier unten klebt. Und hier oben drauf klebt, so. Weil ich finde das problematisch, wenn ich das weiter hoch mache. So. Dann kleben wir das hier einfach. Oh. So. Und macht es erst, wenn ihr eure SSD drin habt. So. Ja, mit den Schrauben macht sich das halt so ein bisschen doof. Aber wir werden ja gucken. So. So, einmal zu. Also zu ging es schon mal. Ach so, ich habe vergessen. Ich muss das ja hochkant stellen. So, einmal rum. Obwohl, ach, das geht auch so. Das geht auch so. Das muss man nicht gleich machen. Der Platz ist da. So. Und dann können wir praktisch hier links und rechts lang oder halt nicht. Ja, können das dann halt so machen und dann können wir das hier halt oben verstecken oder halt hier unten irgendwo so verstecken. Und wie dann im Ganzen aussieht, das gucken wir uns jetzt an. Ich mache dafür noch mal ein bisschen was höher, damit ihr das seht. Ich sehe aber jetzt gar nichts, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, ich kann euch das vernünftig zeigen. So. Ich werde das erstmal so machen, damit ihr das von oben seht. Ja.
Also geil aussehen tut's. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nee, das Blaue will ich, das. Das sieht schon geil aus. Wartet mal, ich werde mal das so machen, damit. Das ist jetzt praktisch die Vorderseite. Muss man machen, dass ich halt da kein Kabel abklemme und euch wieder ein Stück tiefer mache. Ja. Ein bisschen Platz machen, dass ihr das jetzt vielleicht seht. So. Habe ich auch gut. Gut parallel klebt. Sieht gut aus. Wir können auch jetzt einfach mal blau. So, und so leuchtet es einfach ganz normal blau. Als halt. Also finde ich optisch hat das was. Mache euch mal noch ein Stück höher wieder. So sieht das besser. Also das sah eben aus, als wenn es nicht richtig ist. Das war, weil es halt zu sehr durch die Kipp war. Und oben sieht es denn halt so aus. Hat was. Hat definitiv was. So. Also so an sich finde ich es nicht schlecht. Bloß die Biegung und das ist hier hinten halt zu weit. Also da weiß ich nicht. Das erschließt sich mir noch nicht. Also das finde ich hier, dass das hier oben ist, ne? Das finde ich problematisch. Das finde ich sehr problematisch, diese dicke Knubbelchen. Ja, also da hätte ich es besser gefunden, wie gesagt, wenn das wirklich die LED bis hier und dann halt hier so ein Seitenstück so abgeht und dass dann halt hier der Kabel rausguckt. Ja, und dass man den dann halt hier unten drunter, unter dem Klebeband halt erst den Kabel lang, erst das klebt, rüberklebt, dass der Kabel dann da lang geht, ja, und geht dann halt unter diesem Klebeband runter oder drüber. Aber halt nicht mit dem Ende hier, ja. Also ich hätte es besser gefunden, wenn es hier nach unten oder dann hier so zur Seite oder hier dann zur Seite rausgegangen wäre, dass man das vernünftig legen kann. Dann hätte man die LED auch bis hier oben hinmachen können und komplett rum. Also hätte hier noch eine LED mehr geben musst oder zwei. Und dann hätte man das besser rumlegen können. Bis jetzt hält's. Ich habe, wie gesagt, eine Seite habe ich jetzt gemacht mit diesen Gumminippeln, was sie gesagt haben, zusätzlich. Und eine Seite habe ich ohne. Ich bin mal gespannt, wie es sich schlägt. Hier ist ja ein gravierender Unterschied, was auf der anderen Seite jetzt nicht so ist. Müssen wir mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. So, aber jetzt mache ich da auch erstmal einen Schlussstrich. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.